Also ich und meine Stimme, wir sind auch noch immer ausgenockt. Ah, das ist lächerlich. Also wenn das ein Elfmeter ist, ey. Wo Tom ein Videobeweis? Also das ist ein leicht, ganz leichter Kontakt. Das ist ja nicht meine. Oh Gott, ey, das, ich brauche nichts mehr sagen. Na dann sag ich halt doch was. Moin zu Werder TV Inside nach diesem, also nicht nur für mich, klaren Fall. Also wenn ich so einen Elfmeter kriegen würde, ich würde den vorbeischießen. Also theoretisch, weil ich spiele ja nicht, aber also, ich würde den vorbeischießen. Und für den DFB war es am Ende ja dann auch eine klare Fehlentscheidung. Also halt vielleicht ein bisschen zu spät. Ich sag mal so, andere waren da schneller. War leicht, in meinen Augen. Für mich ist es absolut kein Elfmeter. Also beim besten Willen nicht. Klar ist er schnell, aber ich glaube, er hat auch einen kräftigen Körper. Dass das jetzt nicht unbedingt ausreicht. Ja, kann man so zusammenfassen. Wir sind alle frustriert, glaube ich jetzt. Also in meinen Augen ist es keiner. Ich finde, er hätte ihn sich wenigstens nochmal angucken können, gerade bei der Situation. Ja, ich glaube, ab Viertelfinale gibt es einen Videobeweis, ne? Der ist ja auch zum Einsatz gekommen. Ja, aber wahrscheinlich hat er geschlafen. Also ich habe da, es ist echt bitter, über so eine Szene zu sprechen, wenn das ein Halbfinale ist, der geht zum Finaleinzug im DFB-Pokal und das Spiel wird so entschieden, das ist extrem bitter. Also wirklich Glückwunsch an Bayern München, wenn du nach 90 Minuten 3-2 gewinnst, dann hast du es absolut verdient. Wir sind sehr enttäuscht über die Art und Weise, weil wir, ich glaube, es schaffen nicht viele nach 0-2 nochmal gegen Bayern zurückzukommen und ja, es ist unglaublich bitter. Ja. Besonders bitter ist das vor allem wegen den vielleicht geilsten 1,5 Minuten dieser Saison. Into the final 17 minutes. Osaka, Gebre Selassie, Rashica trying to make the space, and he got the cross in! And they have got a goal back! It is Yuya Osako! Ladies and gentlemen, we have a game! Werder Bremen, half the deficit! These fans believe! This city believes! And we believe! Well played there, initiative by Osako, then Selassie, Rashica with a nice turn around Mats Hummels, and then Thomas Müller was sleeping there just a little bit, but gives Osako just enough room to get to the ball first and score for Werder Bremen. And now it's a close race for the last 16 minutes plus more. We'll see. That's what it means. They've stayed in the game against opponents that at times have sparkled, but the pendulum has swung, and here is Rashica. It's a wonderful run. Milo Rashica! It's a stunning goal by Milo Rashica! And in the blink of an eye, Werder Bremen have erased the deficit! Start and Rashica just takes everything into his own hands. Good defense here by Eggestein. And then look at Rashica, he just goes by Hummels, and there's no question left for Ulreich. No chance even for Boateng on the line, and suddenly everything is looking promising again for Werder Bremen. Im Mittelpunkt muss stehen, wie wir gespielt haben und was für ein Abend das war. Ja, und das war eigentlich ein richtig geiler, meine Stimme beweist es, aber erzählt ihr doch mal, wie habt ihr diese 1,5 Minuten erlebt, diese beiden Tore? Schreibt es am besten in die Kommentare, wahrscheinlich habt ihr auch keine Stimme mehr. Das darf wirklich auf keinen Fall fehlen. Applaus für die geilsten Fans der Welt. Wir können, glaube ich, sehr stolz darauf sein, was heute passiert ist. Ich kann mich im Bus dran erinnern, wie ich zu Marco gesagt habe, siehst du, deswegen habe ich verlängert.
das war einfach ja, unfassbare Szenen. Alle waren ganz ruhig, viele waren am Film. Es war einfach, ja, einfach schön und schade, dass ich das nicht mehr verdient hat. Absolut Gänsehaut. Ja, eigentlich das ganze Spiel, auch vor dem Spiel hier vor dem Stadion, war unglaublich. Und ja, das ist einfach überragend. Nach dem Ergebnis schwerfällt. Danke für dieses geile Spiel. Danke an euch, danke an Flo und danke an die ganze Mannschaft. Du kannst die Wettbewerbe trennen und es ist total bitter. Wir sind jetzt raus aus dem Pokal. Das Pokalfinale wird ohne uns stattfinden. Das werden wir aber nicht mehr ändern. Aber was du nie trennen kannst, ist die Leistung sozusagen. Und die nehmen wir halt auch positiv mit. Ja, jetzt zählt die Bundesliga und alle Infos gibt es wie immer von unserem Coach. Bei Max wird es eine knappe Entscheidung. Also es ist jetzt nicht, ich habe es am Mittwoch ja schon mal gesagt, er hätte bei keinem anderen Spiel als im Pokalhalbfinale gespielt. Ansonsten haben alles gut überstanden. Sehr erfreulich, Julia, sein erster Einsatz seit langer Zeit, über 90 Minuten, ist sehr gut rausgekommen aus dem Spiel. Auf jeden Fall ein Kandidat für die Startelf, aber habe ja auch schon gesagt, Jojo hat zwar nicht lang gespielt, aber auch wieder komplett wiederhergestellt, ein Kandidat. Martin hat nicht so viel gespielt die letzten Wochen, natürlich auch frisch ein Argument für morgen. Insgesamt muss man Fortuna Düsseldorf und gerade auch Friedhelm natürlich ein unfassbares Kompliment machen für die Saison. Ich glaube, sie haben eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, Fußball zu spielen. Sie verteidigen extrem kompakt, unangenehm, auch ein Stück weit unkonventionell teilweise, sind dann immer wieder im Konter, die vielleicht eine der konterstärksten Mannschaften, wenn nicht die konterstärkste Mannschaft der Liga. Es wird in allen Spielen mit absoluter Sicherheit knistern. Also ich glaube, dass wir aufgrund dieser Woche jetzt morgen in Düsseldorf alle mit kompletter Energie voll da sein werden. Also das definitiv. Und dann hast du ein Heimspiel gegen Dortmund, die noch um die Meisterschaft spielen. Das wird spannend. Dann glaube ich, dass es in Hoffenheim ein Spiel wird, wo beide Mannschaften, ja, könnte ein Endspiel sein, muss man ganz ehrlich sagen. Das könnte sein. Und dann schauen wir mal, letzter Spieltag zu Hause gegen Leipzig, wo wir dann stehen und um was es geht. Und dann habe ich so ein Szenario im Kopf, wie wir dann hier am letzten Heimspiel mit allen wieder zusammen einen wunderschönen Nachmittag hier erleben können. Also Pokal abhaken und alles geben für unser Ziel. Die werden richtig, richtig gallig sein und die wollen unbedingt jetzt über den anderen Weg nach Europa. Und deshalb bin ich mir absolut sicher, dass die Jungs die Enttäuschung umwandeln werden in diese positive Trotzigkeit, so will ich es mal formulieren. Also wir freuen uns auf das Spiel. Zum Glück geht's bald los. Morgen, in nicht mal 36, na, wie lange haben wir noch? 26, 27 Stunden. Naja, auf jeden Fall ist Anpfiff am Samstag um 15.30 Uhr. Alle Infos gibt's wie immer bei Werder TV, Werder.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und da gilt, wie beim Videobeweis, reinschauen lohnt sich.